Stehplätze erlaubt. Das Größte, was uns passieren kann. Und auch bei anderen Vereinen natürlich. Stehplätze. Und jetzt kommt das Aber. Ich habe mir aufgehoben, am Ende unserer Reise hier als Letzter zu sein. Ich war immer dabei. Ich habe euch überall getroffen. Das Ende der Reise heißt aber, wir fangen jetzt wieder eine Reise an. Bei uns, in unserem Stadion, mit Stehplätzen. Aber, Jungs und Mädchen, was ist passiert am letzten Wochenende bei Bayern München? Was ist passiert? Das kann ich euch ganz genau sagen, weil dann ist Schluss, weil wir machen das Ding nämlich dann zu. Dann war es das übrigens für euch, die weiter Schluss, dass nichts passiert ist. Diese Scheiße höre ich mir nämlich nicht an von dir. Ganz einfach, ich schmeiß dich raus. Du kriegst Stadionverbot, du kommst da nie mehr hin. Das ist das, was jetzt passiert, okay? Und dass das klipp und klar ist. Weißt du, wie viele Jungs und wie viele Mädchen in den Schulen, wie wir sind, wie soll ich die denen erklären? Weil ein paar Arschlöcher auf dem Platz rennen und weil irgendwelche Leute irgendwelche Feuerscheiße auf andere werfen, dass sie nicht ins Stadion dürfen. Wie soll ich meiner 59er und 60er Mannschaft erklären, die vor 63 Jahren gegen die hier gespielt hat, gegen Real Madrid? Die gestern Abend da waren mit Tränen in den Augen. Wie soll ich denen erklären, dass sie nicht ins Stadion dürfen? Wie soll ich das machen? Wie soll ich das aushalten? Wie soll das unser Vorstand? Oder wie soll das mein Freund Axel Hellmann und meine ganze Kolleginnen und Kollegen? Wie sollen sie das aushalten? Du kannst es nicht aushalten. Ganz einfach. Jahrelang hat es immer, und das wird immer so sein, dafür habe ich immer gestanden, das wisst ihr. Ihr konntet mit ihr alles machen. Ich war überall dabei. Wir haben Augen zugedrückt. Wir haben dieses Band geschlossen zwischen der Haupt- und der Gegentribüne, zwischen dem Vorstand, dem Präsidium und den Kurven, den organisierten Fans. Immer dafür haben wir uns eingesetzt, für dieses Band. Dafür haben wir auch viel getan. Dafür haben wir auch viel zurückbekommen. Eindeutig. Eins steht fest, wenn wir irgendwann in irgendeinem Spiel in der Champions League, und ich saß gestern Abend auch am Tisch des UEFA-Präsidenten, der sehr deutlich eins gesagt hat, habe tolle Sympathie für euch, ihr habt klasse Weg gegangen. Nur, wenn bei euch irgendwo Scheiße passiert bei einem Champions League-Spiel, dann heißt das danach Geisterspiel in Frankfurt. Und wenn Geister spielen, und wenn du noch einmal Nein sagst, lass ich dich jetzt hier rausschmeißen, okay? Ich habe keinen Bock mehr, die Scheiße anzuhören. Merkst du das? Merkst du das, was das bedeutet? Ich habe keinen Bock mehr auf so Idioten-Scheiße. Nein passiert nicht, okay? Du kommst einfach nie mehr ins Stadion. Und was willst du hier mit Nein passiert nicht? Was willst du hier? Genau so ist es. Und deshalb sage ich das klipp und klar. Ich will mit euch gemeinsam Champions League erleben. Ich will mit euch gemeinsam feiern. Ich will mit euch durch Europa ziehen. Ich will in einem vollen Stadion sein, wo wir hingehören. Ich will jetzt unseren Gegnern zeigen, was wir können und für was wir wert sind. Und ich kann nie mehr verkaufen ein Geisterspiel in der Champions League bei Eintracht. Nie mehr. Und deshalb bitte ich euch alle in eurer Art und Weise, alle dem, was ihr uns könnt, nicht mir zu helfen. Nicht, es geht 0,0 um mich, weil beim Geisterspiel gibt es 10 Plätze, nur eine davon habe ich. Okay, hier geht es nicht um mich, sondern hier geht es um euch. Hier geht es um den kleinen Blonden, der da vorne steht, der bis nach Helsinki geht. Um den, dass der das erleben darf, dass der sieht, wie wir gegen PSG oder gegen Liverpool oder gegen wen auch immer spielen. Und das will ich mit euch erleben. Ich will mit euch gemeinsam wieder durch Europa reisen. Ich will Spaß haben, Freude haben. Ich will mit euch feiern, singen und ich will mit euch auch weinen. Wir werden auch nicht alles gewinnen. Aber ich will, dass unser Stadion voll ist, dass wir es gemeinsam erleben, mit unserer Kraft und mit unserer Dynamik. Und ich freue mich, wenn ihr mich und meine Kolleginnen und Kollegen damit unterstützt. Und bitte verzeiht mir das, dass das ein bisschen länger geworden ist. Ihr merkt, wie es mir am Herzen ist. Es ist einfach mein Herz.